Na zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Quest-Achievement in BFA. Und zwar ist das das Achievement Geißel von Zemlan. Und für dieses müssen wir beim Hafen von Zemlan im Voldum 20 gegnerische Piraten killen, während wir den alten Knochenbeißer bei uns als Begleiter haben. Und ja, als allererstes müsst ihr einmal hier runter nach Voldum, und zwar zu diesem Hafen von Zemlan, den ich bestimmt schon wieder falsch ausgesprochen habe. Und hier ist es so, dass wir uns drei verschiedene Items besorgen müssen, die uns jeweils einen Buff bringen, und zwar einen Hut, ein Gebräu und eine Map. Und wenn wir die drei Buffs haben, dann bekommen wir quasi unseren Begleiter, und mit diesem Begleiter müssen wir dann dementsprechend die Mobs umhauen. Ich habe mir schon mal zwei Makros rausgesucht, die ich gedrückt habe mit TomTom-Koordinaten, die ihr hier unten seht. Die werde ich euch auch in der Infobox einmal verlinken. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Und ich würde sagen, wir stealthen das jetzt mal, weil ich keinen Bock habe, gegen 5 Millionen Mobs zu kämpfen. Ich habe mir das vorher schon ein bisschen angeguckt. Das sind Items, die man relativ schlecht sieht. Denn es ist so, die glitzern nicht irgendwie besonders, sondern man muss einfach, ja, schau, also wenn man jetzt nicht drüber fährt, hier haben wir zum Beispiel eins. Es sieht genauso aus wie das Fläschchen, aber wenn man hier drüber fährt, seht ihr, haben wir ein Gebräu, und das ist nämlich das erste, was wir brauchen. Das setzen wir jetzt mal ein. Und ihr seht, wir haben einen 10 Minuten Buff. Oh, und ich kann es in Stealth aufsammeln. Das ist natürlich praktisch für mich. Gut, wenn ihr jetzt eine Non-Stealth-Klasse ist, denke ich mal hier, Non-Elite Mobs kriegt ihr auch tot. Ich bin bloß ein fauler Typ und habe keinen Bock, die ganzen Mobs hier zu killen. Weil die brauche ich ja eh später für den Erfolg. Ne? Also die sind wahrscheinlich die Piraten, die wir brauchen. Also ein Gebräu haben wir. Hier haben wir jetzt noch ein Hütchen. Das ist anscheinend auch ein ungemarktes. So, das ist unser zweiter Buff. Da bin ich jetzt blöderweise aus Stealth rausgedroppt, warum auch immer. Hier haben wir noch ein Hütchen, oder? Ja, das ist auch einer, den wir anklicken können. Und jetzt brauche ich noch eine Schatzkarte, brauche ich tatsächlich noch. Hier ist noch ein Hut, okay. Ja gut, es ist relativ früh morgens. Und hier sind nicht viele Leute unterwegs, deswegen haben wir auch dementsprechend relativ viel Zeug hier rumflacken. Das Zeug soll anscheinend alle 15... Oh, haben die mich gesehen? Soll anscheinend alle 15 Minuten auch wieder spawnen. Achso, das sieht man auch. Ah, bei dem Dings, okay. Treasure Map on the Wall. Ah, okay, da oben soll anscheinend eine Map sein. So wie ich es bei WoW Head nachgelesen hatte, hatten manche gemeint, es ist etwa eine Viertelstunde, dass die Dinger nachspawnen. Also wenn hier viel los ist und viele Leute komische Sachen anklicken, dann kann es durchaus sein, dass hier einiges weg ist. So, da haben wir die Treasure Map. Und wir haben damit alle drei Buffs. Und jetzt müssten wir unseren Kumpanen kriegen. Jetzt müssen wir mal schauen. Also, wir haben... Töten wir die erstmal, dann schauen wir mal weiter. Wir haben einmal ein Gebräu, einen Hut und wir haben eine Schatzkarte als Map. Jetzt müssen wir mal gucken, wo unser... Achso, es zählt auf jeden Fall. Ich sehe jetzt aber ehrlich gesagt unseren Begleiter nicht. Ist es das hier? Ach, okay, alter Knochenbeißer ist hier dieser komische Falke. Okay. Ich dachte, alte Knochenbeißer ist so ein alter Pirat, weißt du, so ein harter Hund quasi. Aber okay, das ist so ein Flatterfisch. Ich dachte, das ist eins von meinen Pets, weil ich war vorher auf großer Einkaufstour und habe mir alle möglichen Pets gekauft. Für, Moment, hier, 1000 Pets, ne? Im Auktionshaus war ich ein bisschen unterwegs, habe auf Servern, wo ich das Gold jetzt nicht unbedingt gebraucht habe, war ich ein bisschen shoppen und dachte, das ist vielleicht eins von... Ja, schau, das läuft natürlich wieder weg. das ist eins von den Pets, die ich mir vielleicht gekauft hatte und dass ich das zufällig deswegen draußen habe. Ne? So, also wir haben jetzt alle Buffs, haben unseren Knochenbeißer da, der überraschenderweise anscheinend kein alter Seefahrer ist, sondern tatsächlich so ein Vogel, der hilft uns ja nicht mehr. Was bringt denn das eigentlich? Was bringen uns die Buffs? Achso, der kriegt man ein bisschen mehr Goldmünzen und so. Okay, das ist ja ganz nett, aber naja. So, jetzt muss man mal gucken, ob es hier einen Spot gibt, wo ein bisschen mehr Viecher sind, dass ich mal alle zusammenziehen kann, Inka rein und dann abgeht die wilde Lutze quasi. Aber es sind auf jeden Fall diese Viecher, das seht ihr schon. Wir haben jetzt schon insgesamt 8 Stück insgesamt von denen. Da haben wir noch 2. Schauen wir mal, ob wir genug zusammenziehen können, dass ich dann meine CDs anschmeißen kann und sie quasi einmal wegliefen kann. Ich denke mal, jetzt haben wir ja schon hier einige. Es waren auch ein paar Quest-NPCs dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht. 14, 15. Nee, das ist einer zu wenig. Shit. Einer ist zu wenig, den ich gecleaved habe. Warte mal, dann holen wir uns den noch ran.
Dann müssten wir eigentlich ja unser Achievement auch schon kriegen. Mit ein wenig Glück, wenn der hier auch zählt. Aber das, ihr seht, also diese untoten Trolle sind quasi die Piraten. Und dann haben wir das Achievement. Es ist ein Quest-Achievement. Ihr braucht aber, wie ihr gesehen habt, keine World-Quest dafür. Und ja, mehr war's nicht. Vielleicht nochmal hier auf der Map. Wir sind hier unten. Koordinaten 3 und 36, 79. Und wie gesagt, TomTom, das Addon runterladen und die Koordinaten in der Infobox nachgucken, beziehungsweise ihr könnt hier auch so rumlaufen. Ich denke mal, so schwer war es nicht, die einzelnen Dinge zu sehen. Gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, den einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.